Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und in den Schatten von Hongkong. Ich bin Jin, gelernter Aufwiegler. Wir haben so ein bisschen hier David und Henry gegeneinander aufgewiegelt. Und wir schauen mal, das können wir als Ablenkung benutzen, um hier hinten in den gesperrten Bereich reinzukommen. Aber erstmal müssen wir rausfinden, wo genau sich unser Ziel befindet. Wir sollen ja Rooster entführen. Und dazu krabbeln wir vielleicht mal diesen Bestellcomputer an, dachte ich mir. Um zu sehen, ob wir da vielleicht die benötigten Informationen rausziehen können. Ein offenes Programm, das die Lebensmittel-Dinner-Menübestellungen, also Essensbestellungen, quasi trackt und die dazugehörigen Tische flickert stetig auf dem Computerbildschirm. Sehr schön. Na, dann gucken wir mal. Das Akkusurf von Renraku, das Shangri-La-Restaurant, okay. Wir können jetzt eine neue Bestellung eingeben. Wir können uns die Notizen angucken, der Kellner. Wir können die Bestellung checken oder wir können uns die Manager-Notizen angucken. Wir gucken uns erstmal die Bestellungen an, würde ich sagen. Eine Liste, die Dutzende von Bestellungen enthält, poppt auf. Nur eine Handvoll sind für die privaten Speiseräume des oberen Stockwerks. Okay. Wir wissen leider nicht, was er so gerne isst. Ne? Da müssen wir vielleicht mal... Aha, hat er vielleicht eine Prawn-Allergie? Da müssen wir mal gucken. Also, eine Notiz für eine Bestellung auf dem zweiten Stockwerk sticht heraus. Stockwerk 2, privater Raum 3. Aha, VIP-Gesellschaft für 5 von 5 Leuten. Und einmal das Standard... Seefrüchte-Buffet, Meeresfrüchte heißt es natürlich, die Weinprobe-Dingsbums gibt es dreimal, Krabben-Rangoon gibt es sechsmal, die Shangri-La-Prawns gibt es zweimal, also Prawns sind, wie heißen die denn im Deutschen richtig, Garnelen, genau, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, Dankeschön. Also einmal die Shangri-La Garnelen, Surf and Turf, einmal, und da sollen keine Garnelen rein und es sollen auch keine Spuren von Krabben oder Krebstieren drin sein, denn der Speisende ist allergisch dagegen. Aha, und das ist Talens Allergie. Und jetzt, können wir also sein Futter vergiften. Nämlich das Surf and Turf, ne? Wir gucken mal uns die Notizen des Managers an. Nichts außer deinen typischen Arbeitssklavenanweisungen hier drin. Es gibt ein paar Erwähnungen von der Verfolgung von Recreational Activities, ne? Also erholsamen Aktivitäten. Da geht es wahrscheinlich um Drogenkonsum in den Vorratsräumen und auf den äußeren Decks. Man kann nur die Bedeutung dieser besagten Aktivitäten ableiten, also vermuten. Weiter unten befindet sich eine Notiz in Rot, die ausdrücklich davor warnt, dass die speziellen Gäste auf Stockwerk 2 nur von zugelassenem oder von dafür vorgesehenem Personal bedient werden sollen. Und wenn die Bestellung der Gäste nochmal durcheinander gebracht werden, dann wird es signifikante und weitreichende Konsequenzen geben für alle Bedienenden, die darin involviert sind. Aha, da haben wir es. Da müssen wir also aufpassen. So, die Notizen der Bedienenden, also des Kellnerpersonals, schauen wir mal. Innerhalb dieser Datei findet sich eine Serie von Notizen über Gäste und die Operation des Restaurants. Du scrollst durch die Notizen von heute und mehrere Bedienstete haben über ihre Sorgen bezüglich des Mangels an Security heute Nacht geschrieben. Aha. Und also haben die doch ein Sicherheitspersonal Mangel, das hätten wir vorne am Eingang wahrscheinlich auch rausfinden können. Obwohl das eigentlich, ne, normalerweise sieht man die Sicherheit halt nicht. Und ein guter Sicherheitstyp hätte uns darüber auch keine Informationen gegeben.
Und ein paar davon sind frustriert mit den neugierigen Gästen, die zu den privaten Speiseräumen des zweiten Stockwerks einfach entlang wandern dort. Und der Rest ist nutzlose Information. Okay. So, wir könnten jetzt also eine neue Bestellung eingeben. Was kann man da machen? Ein Menü taucht auf mit den Optionen, die Bestellung zu sehen oder zu platzieren. Wenn man dem Menü folgt, dann gibt es eine Speiseraumkarte, die in mehrere Kellnerzonen unterteilt ist. Ein großer Comp, berechnen oder irgendwas, Button in der oberen rechten Hälfte Ecke hat ein Schloss-Icon darüber. Es sieht so aus, als wenn complimentary heißt es. Es sieht so aus, als wenn die Leute zu freigebig mit Freigetränken gewesen wären. Unglücklicherweise sieht es so aus, als wenn du einen Kellner-Code brauchen würdest, um eine Bestellung aufzugeben. Ja gut, okay. Dann machen wir es nicht. Aber wir können ja Talents essen, ne? Da können wir ja einfach Krabben reintun. Wir wissen ja, er hat eine Allergie dagegen, er bekommt einen Surf and Turf. Da müssen wir mal schauen. Oha, da betreten wir die Küche und eine Zwischensequenz triggert, also keine echte Zwischensequenz, aber hier ein Text. Das zu Kopf steigende Aroma von Gewürzen und Süßem bombardiert deine Sinne. Während die Köche sich durch die Küche bewegen, wirbeln Gerüche in ihrer Bugwelle, ne, in ihrem Kielwasser. Einige scharf, andere süß. Ich habe hier oben Fehler gemacht. Ne? Es sind natürlich Gewürze und Schweiß, nicht Süßes. Es ist noch ein bisschen früh am Tag heute. Offensichtlich. Einige süß, einige komplett unbekannt, aber alle sehr schmackhaft. Ja, lecker. Der Schweißgeruch bestimmt auch. Der Küchenchef bellt einen Befehl zu seinem Assistent, der Fisch schmort. Ich glaube, das ist nicht Dünsten, ne, sondern wie heißt denn das, wenn man das so scharf anbrät, wenn man den ja wirklich nur so anbrät quasi von außen. Ja, also auf richtig heißer Flamme, dass halt außen schön knusprig wird. Dann wirbelt er herum und murmelt aufgebracht, mit sehr viel Intention, eifrig, inbrünstig, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, und murmelt inbrünstig zu sich selbst. Er hält inne, sobald er euch in seiner Küche stehend bemerkt. Ich habe ihnen gesagt, ich brauche einen extra Kellner und keinen Penner. Schuh, ne? Also husch, husch, er versucht uns wegzuscheuchen. Er gestikuliert in Richtung der Tür und fährt damit fort, eine Auswahl von Soßen zu probieren. Toll, hat uns quasi rausgeschmissen. Lassen wir uns davon beeindrucken, weiß ich nicht. Wollen wir uns mit der Sicherheit anlegen? Nein. Aber wir reden trotzdem mal mit dem Kellner. Ach, scheiße, da fehlt uns wieder eine Etikette. Der Küchenchef, also der Chefkoch, schaut über einen Berg von Austern zu euch rüber und er sagt, keine Gäste in der Küche, raus. Und wir können jetzt sagen, ja, sorry, dass ich hier so reinplatze, aber ich muss mit dem Oberchef reden, also mit dem Oberchefkoch, mit dem Küchenchef quasi. Oder wir können sagen, der Service hier ist absolut barbarisch, ich verlange mit dem Küchenchef zu reden. Oder wenn wir Etikette Socialite hätten, also uns ein bisschen in gesellschaftlichen Dingen auskennen würden, dann könnten wir sagen, hey, bist du nicht Yan Lung Zhou? Berichte über deine unglaubliche Küche haben sich sogar bis nach Seattle ausgebreitet. Es ist eine Ehre, sie in Person zu treffen. Und wir sagen mal, sorry, dass ich hier eindringe, aber ich muss mit dem
Chef reden, mit dem Küchenchef. Er schnappt sich ein Handtuch von einem nahegelegenen Regal und wischt sich die Hände ab und grummelt dabei zu sich selbst, also in sich hinein. Ich bin der Küchenchef. Ich habe wenig Zeit, mein Essen zu kochen und sogar noch weniger für Konversation. Und wir können jetzt sagen, ja, sei doch nicht so. Ich bin hier ein Gast und ich verdiene Antworten auf meine Fragen. Oder wir können sagen, also lügen. Ne? Es wäre in deinem besten Interesse, mir ein paar meine Fragen zu beantworten. Wie formuliere ich das am besten? Ich bin eine sehr einflussreiche Person. Oder wir können sagen, ja, das wird nur eine Minute dauern. Ja, wir lügen ihn einfach mal eiskalt an. Vielleicht denkt er dann, dass wir ein Restaurantkritiker sind. Das wäre sehr cool. Der Chef erstarrt, als er die Bedeutung deiner Worte erblickt oder erkennt. Die Augen huschen über dein Gesicht und suchen nach irgendeinem Anzeichen dafür, das darauf hinweist, dass wir nur blöffen. Und er sagt, ja, mach es einfach schnell. Du hast 60 Sekunden, bevor ich diese Garnelen aus dem Kocher nehmen muss. Und wir können jetzt sagen, ja, ich suche nach jemandem in dem in diesem Restaurant, Mr. Lo. Er ist wahrscheinlich in einem von den privaten Dinnerräumen. Oder wir können sagen, ja, mir wurde gesagt, dass einer von den Gästen heute Nacht eine Krabbenallergie hat, also eine Krebs- und Krabbenallergie. Ein weniger wohl mit guten Manieren ausgestatteter Ort. Hört sich das bekannt an? Ja, das nehmen wir an. Und er sagt, ja, das ist eine höfliche Formulierung. Er hat zwei von meinen Köchen gebrochene Rippen verpasst. Und dazu passende blaue Augen. Letztes Mal, als er in meine Küche gestürmt ist, er wedelt mit seiner Hand oder winkt mit seiner Hand ab. Ja, ich kenne diesen Ork, er hat eine Krabbenallergie. Er ist sehr versessen darauf oder sehr bedacht darauf, uns damit zu nerven. Als wenn das Top Meeresfrüchte-Restaurant in der sechsten Welt wäre. Und ja, wir können jetzt sagen, richtig, also was würde es benötigen, damit er mit ein paar Shrimps in seiner Mahlzeit heute, damit er ein paar Shrimps in seiner Mahlzeit finden würde heute oder sie nicht finden würde. Oder wir können sagen, ja, ich muss diesen Ork aus dem Weg schaffen und mit ein paar Krabben denke ich, dass sie mir helfen können. Oder wir können sagen, ja, Fehler passieren. Manchmal greift man nach einem Pilz und nimmt sich aus Versehen eine Auster vielleicht. Ach so, der hat gar keine Krabbenallergie, sondern hat er auch eine Muschelallergie? Was? Zählst du Schellfisch? Ach, Moment mal. Ja, Krustentier, Krebstier, aber das zählen doch Muscheln nicht dazu, ne? Also irgendwie ist es gerade komisch. Manchmal greift man nach einem Pilz und nimmt aus Versehen einen Auster. Vielleicht könnte ein solcher Unfall heute zu unserem Ork-Freund widerfahren. Wissen Sie, was ich sage? Aber Austern, ich meine, es sind doch keine Krustentiere, oder? Das sind doch Muscheln. Und eine Muschelallergie hat man, also wenn man eine Muschelallergie hat, auch automatisch Allergie gegen Krustentiere, Schalentiere. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal das Erste, ne? Also was würde er dafür verlangen, wenn sich heute ein paar Garnelen in seinem Essen wiederfinden würden? Und er sagt, was? Mann, heute gibt es hier wieder Vokabeln, die mir nicht einfallen. Ist wirklich noch ein bisschen früh. Ja, er wird also störrisch, er bockt ein bisschen wegen meines Vorschlags, aber nachdem er sich einen Moment erholt hat, schaut er dich gerade heraus an, die Nasenflügel aufgebläht
Du kannst unmöglich das sagen, was ich denke, was du sagst. Du möchtest, dass ich einen Gast vergifte. Du bist vollkommen, daneben. Nee. Mental gestört, genau, das ist das Wort, oder auch verwirrt, also du bist ja total gestört. Ich rufe die Sicherheit, aha, und jetzt haben wir es und wir haben wieder keine Etikette Konzern, genau, und da können wir sagen, hast du nicht den Mangel an Wachen heute Nacht bemerkt? Ich habe keinen Zweifel daran, dass Wuxing sich bewusst ist, dass ich hier bin, und wenn es ist, als wenn sie eine bestimmte Person aus dem Weg haben wollen würden. Wirst du sie enttäuschen? Ha, gute Frage. Hätte ich gerne genommen. Wäre cool gewesen. Oder wir können ihn mit 250 Nuyen bestechen. Und wir können sagen, ja, ich brauche. Deine Hand muss einfach nur ausrutschen und ein extra Zutat oder zwei hinzufügen. Oder mit Biotech 3 können wir sagen, mit deinen mageren Portionsgrößen ist es einfach nicht möglich für ihn genug zu essen, dass er ernsthaft krank wird. Oder wir können sagen, wenn wir nichts davon hätten, können wir sagen, ja, lass uns ehrlich sein, jeder im Shangri-La hasst diesen Typen. Du machst ihn krank und du machst die Leute glücklich. Es ist deine Entscheidung. Ja, wir nehmen mal Biotech 3, ne? Also er wird schon nicht genug davon essen, um ernsthaft krank zu werden, aber vielleicht genug, um eine Weile auf Klo verschwinden zu müssen. Aha, da haben wir es geschafft, sehr schön. Achievement unlocked, wrong order, cool. Der Chef knetet nervös ein Handtuch zwischen seinen Händen oder in seinen Händen und starrt auf die Sumptuous, das haben wir auch schon mal nachgeguckt. Auf die Opulenten, genau. Auf die opulenten Teller von Essen, die darauf warten, gegessen zu werden. Ein Blick über seine Schulter, ein Schütteln seines Kopfes und er lächelt. Ein kleines, melancholisches oder wie heißt denn das schon wieder? Ich habe heute echt ein bisschen Vokabelstörungen, merke ich gerade, sehr schön. Ja, schief, ne, ironisch. War das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ein kleines ironisches Ding. Weißt du, er hat unsere Cuisine, unsere Küche nie zu schätzen gewusst. Unsere Kunst. Ich denke, ein spezieller Dank ist wohl angebracht. Und jetzt bringt euch bitte selbst hinaus. Na klar, wir haben hier drin alles erreicht. Und sehr schön. Läuft. So, wir haben immer noch keinen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier vorne gibt es eine Kellnerin. Der könnten wir vielleicht einen Code abschwatzen. Ich guck mal gerade, was noch. Also wir müssen jetzt hier wahrscheinlich einen kleinen Aufstand, eine kleine Prügelei anzetteln, damit wir nach da hinten durchkommen. Sie hat uns ja nicht bemerkt und so, ne? Und wir sagen, das wird nur eine Sekunde dauern. Okay, und jetzt redet sie auch mit uns. Ein lautes Ausatmen entweicht durch ihre Nase und ihre Augen huschen in Richtung der Küche. Sie bringt ein leeres Lächeln auf und nickt in falscher Gastfreundlichkeit. Ja, absolut, Sir. Also, was brauchen Sie denn? Ja, und wir können jetzt sagen, ich suche nach einem Mr. Lo. Er hat eine Reservierung für heute Nacht. Oder wir können sagen, ja, wie läuft denn so das Geschäft? Wir sagen mal, wir suchen nach einem Mr. Lo. Und sagt, tut mir leid, ich kenne diesen Namen nicht. Und mit Charisma 3 können wir jetzt sagen, ja, ich wette, eine hart arbeitende Kellnerin wie Sie ist ziemlich gut darin, Gesichter zu merken. Sie würden sich sicher an diesen Mann erinnern. Er reist mit einem großen Ork, der eine fiese Narbe auf seiner Wange hat. Oder wir können sagen, in Ordnung, kennen Sie jemanden, der ihn gesehen haben könnte? Ja, wir nehmen das Erste, ne? Wenn wir schon Charisma haben. Und sie
fummelt mit ihrem Notizpad herum und beäugt die vielen Bestellungen, die auf der Vorderseite notiert sind. Nach einem Moment des Nachdenkens spricht sie: Ich kenne den Ork vielleicht. Wenn er derjenige ist, an den ich denke, dann kommt er nur ein paar Mal im Jahr hierher. Ich habe ihn noch nie bedient, aber ich habe gehört, dass er wirklich fies, dass er die anderen Kähner gerne herumschubst. Und wir können sagen, herumpushen, wieso? Was ist da los? Ja, er ist allergisch gegen oder reagiert allergisch auf Krustentiere, auf Schalentiere, denke ich. Wir haben so viele Bestellungen, manchmal passieren Fehler. Ja, das haben wir dem Koch ja auch gerade erzählt. Ein Anzeichen von Furcht, ja, huscht über ihr Gesicht. Ah, ich habe das nicht gesagt. Ich kann Ihnen sagen, dass unser Service der allerbeste ist, also keinem anderen in irgendetwas nachsteht. Sie schaut nervös über ihre Schulter. Und wir können sagen, ach komm schon. Sie müssen auch gehört haben, wo der Ork und Mr. Lo essen. Da sie sicherstellen müssen, dass die Allergie, die mit Allergien zu tun habenden Bestellungen zum richtigen Ort gelangen. Hat die hier ihre Drohne mitgebracht? Fällt mir dabei auf. Sorry. Oder wir können sagen, ja, ziehen Sie das nicht mit bei mir ab. Sie wissen, wo der Ork ist. Spucken Sie es aus. Oder wir können sagen, ja, sagen Sie mir, wo mein Freund ist. Und ich werde Ihre kleine Indiskretion keiner Seele gegenüber erwähnen. Wir nehmen mal das Erste, ne? Also sie muss ja wissen, wo es hier lang geht und so. Und sie sagt, Sir, das ist das Shangri-La. Wir haben über 2 Dutzend private Speiseräume zusätzlich zu unserem Hauptspeise-Stockwerk. Was ist denn mit ihr los? Sie hustet hier so, die Arme, am Essen verschluckt. Vielleicht auch eine Garnelenallergie. Na, wie ich schon gesagt habe, ich bediene nur hier draußen. Ihr Freund könnte in einem von den anderen Räumen sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss diese Bestellung aufgeben. Genießen Sie Ihre Mahlzeit. Und damit dreht sie sich herum und marschiert in Richtung der Küche. Na gut, tut sie aber nicht. Doch, tut sie. Ich dachte schon, sie bleibt da einfach stehen. Wir machen ihr mal Platz, damit sie durchkommt. Ja, und sie sagt, ja, geschwätzige Kunden töten immer meine Trinkgelder. Ja, sorry. So, dann schauen wir mal, was wir anzetteln können. Wir reden noch mal mit Henry, würde ich sagen. Und ja, Henry starrt in einen großen Drink, der vor ihm steht. Du bist zurück. Und wir können jetzt anlügen und sagen, Henry, ich habe gerade mit David gesprochen. Und von nach dem, was er gesagt hat, hört es sich so an, als wenn er deine Kunden gestohlen hätte. Oder wir können sagen, ja, wie geht's denn hier drüben? Oder wir können sagen, oh, sorry, mein Fehler, ich habe was zu tun. Ja, wir lügen ihn einfach mal an, ne? Sagen, er hat deinen Kunden gestohlen. Hat er es gemacht? Henrys frischer Schluck von Betrunkenheit bricht über die Tresenoberfläche aus. Also er spuckt es aus, das Zeug, ne? He looks at you. Ne, he looks at you. Also das S gehört ja eigentlich zum Look. Er schaut dich unglaublich an. Was meinst du damit? Und wir können jetzt sagen, ja, es ist, wie du gesagt hast, er hat seine Kontakte benutzt, seine Familie, um deine Kunden aufzugabeln quasi oder zu akquirieren. Und er brüllt, dieser Betrügerische! Und was dann folgt, ist eine lange Anreihung von Beleidigungen. Einige von ihnen hast du noch nie zuvor gehört. Egal, ob sie echt sind oder das unverständliche Babbeln von eines betrunkenen Mannes, ist zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Bastard! Das Wort punktuiert die Tirade mit einem Anschein von Endgültigkeit. Okay, cool. Sein Barhocker quietscht, als er
von seinem Sitz aufspringt und in Richtung David marschiert. Yes, sir. Henry und David stehen sich allen in nur wenigen Zoll Abstand gegenüber. Beide Männer stellen das die wildesten Ausdrücke zur Schau, die sie aufbringen können. Ihr Hass ist fast spürbar, fast greifbar, wie ihre Konfrontation sich weiterentwickeln wird, ist unklar. Aber eins ist sicher, du hast einen großartigen Sitzplatz, um das zu beobachten nämlich. Henry sticht mit einem Finger in Davids Brust und spricht mit einem leisen Zischen. Du hast mein Geschäft gestohlen und ich weiß es. Du hast diesen Kampf ausgewählt, aber ich werde ihn gewinnen. Ehrlich und fair. Ich werde dir zeigen, wie die mit Integrität handeln, du Betrüger. Davids Mund entkrampft sich zu einem zufriedenen Grinsen. Ein fettiges Grinsen, ne? Du möchtest heute zweimal das Gesicht verlieren. Ich bin mehr als glücklich, dir da helfen zu können, aber nicht hier drin. Ich werde verdammt sein, wenn das Shangri-La mich dafür verbannt, dass ich einen wertlosen Kackfleck wie dich auf ihrem Gelände zusammenschlage. Lass uns das draußen erledigen, jetzt. Nein, nicht draußen. Hier drin, ihr wollt es hier drin machen. Leute, was ist los mit euch? Und Henry sagt, fein, aber ich denke nicht, dass dir das irgendeine Art von Vorteil geben wird. Es bedeutet einfach nur, dass ich mich nicht zurückhalten muss. Lass uns gehen. Scheiße, es gehen nach draußen. Ach, die gehen raus auf die Terrasse oder was? Ja, wir haben also eine Ablenkung außerhalb des Restaurants schon mal erschaffen. Das ist gut. Und jetzt müssen wir auch nur noch irgendwie da hochkommen. Die Sicherheit steht ja hier immer noch. Tja, damit würde ich sagen, das mit der Kennerin haben wir ja irgendwie verkackt, ne? Ich meine, wir wissen doch, wo sich sein Raum befindet. Wir kommen da halt nur nicht rein gerade. Weil wir es mit der Kellnerin verkackt haben. Ja, fuck. Ja, da hätten wir ihr sagen müssen, ne? Wir erzählen ihr niemandem was von ihrer kleinen Indiskretion. Ja, der Chef schaut also von seinen Kochern auf. Was mehr könnt ihr vielleicht noch wollen? Ich habe schon meinen Plan über den Haufen geworfen. Wegen euch. Und ja, ihr müsst aus meiner Arbeitsfläche verschwinden. Von meiner Arbeitsfläche. Ja, das mit der Kennerin haben wir verkackt, Leute. Ich glaube, das lade ich gerade nochmal. Und dann spiele ich hier bis zu diesem Punkt nochmal. Und dann machen wir in der nächsten Folge das Ding mit der Kellnerin nochmal. Ich schaue gerade auf die Uhr, sorry. Wir machen also in der nächsten Folge das Ding mit der Kellnerin nochmal auf jeden Fall. Und dann müssten wir hoffentlich auch da irgendwie hinten reinkommen. Hoffe ich. Ansonsten müssen wir halt wirklich hier auf unser Ziel warten. Aber ich würde das ungern hier vorne abfangen. Ich würde es schon gerne in diesem Privatraum erledigen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie reinkommen. Da müssen wir mal gucken. Machen wir in der nächsten Folge, Jungs und Mädels. Ich sage euch auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao.